Ja, es war ein hartes Spiel. Unterm Strich stehen 3 Punkte, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Es war ein sehr zähes Spiel, wir sind, glaube ich, nicht so gut reingekommen, haben dann trotzdem Tor geschossen, haben dann die nächsten Minuten richtig gut gespielt und dann haben wir wieder so einen kleinen Knacks drin gehabt. Natürlich kam vor der Halbzeit noch das Tor, was natürlich nicht so unbedingt in unsere Karten gespielt hat. Aber auch aus dieser Situation sind wir wieder rausgekommen, gleich nach der Halbzeit das 2-1 gemacht. Und dann natürlich kann man das cleverer spielen und auch besser spielen. Und natürlich müssen wir das auch besser und wollen wir das auch besser spielen. Aber am Ende ist es auch ein Derby, ein Derby-Sieg unterm Strich. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns schon auf nächsten Montag, ein Live-Spiel auf Sport 1. Ja, wie gesagt, beim 2-1 haben wir schon Glück gehabt, weil du kannst ja nicht sagen, das war ein geplantes Tor. Wenn der abfällt, schon geht dann rein und dadurch der Torwart letztendlich machtlos ist. Ich tue mich immer so schwer ein bisschen mit den Phrasen, das haben wir uns erarbeitet, ja. Aber de facto ist heute, dass wir in der Szene das Glück auf unserer Seite hatten. Aber dann trotzdem auch danach, man muss auch schon mal sehen, wir haben die zweite Halbzeit nichts mehr zugelassen und hatten wirklich einige gute Einschussmöglichkeiten. Und auch dann Konter, wo wir einfach nicht gut zu Ende gespielt haben. Da hätten wir das Spiel dann trotzdem früher zumachen können. Ja, ich denke mal, dass wir erstmal kalt erwischt worden sind mit dem frühen Gegentor. Haben wir schlecht verteidigt, kann man besser verteidigt. Wir wussten, was HSV macht, wenn sie über außen durchbrechen und diese Bälle spielen. Und da waren wir einfach nicht wach. Und ich denke mal, danach haben wir uns gefangen, haben auch danach gleich eine Torschance durch Choi gehabt, wo wir das 1-1 machen müssen. Danach haben wir nochmal eine Torschance gehabt, auch von Kovacic. Und dann halt kurz vor der Halbzeit nochmal das 1-1 gemacht. War, denke ich mal, aus meiner Sicht hochverdient, weil wir dann da gute Anteile nach vorne hatten und das Spiel sehr ausgeglichen war. Wurden selbstverständlich dann wieder, wie es so ist im Fußball, kalt erwischt in der zweiten Halbzeit, in der 46. Minute, so eine Hereingabe abgefälscht ins eigene Tor. Das war bitter, das hat man auch gesehen bei den Jungs, dass sie das nicht so richtig verkraftet haben. Wir haben trotzdem in der zweiten Halbzeit trotzdem noch probiert, immer wieder was zu machen. HSV ist stark, das weiß man, die stehen nicht umsonst da oben an der ersten Stelle und ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Also wir haben das Derby angenommen, da denken wir mal ein ordentliches Derby und vielleicht wenn wir noch eine zweite Halbzeit noch mehr oder zwingender wären nochmal in der Endphase, vielleicht hätte uns dann nochmal das 2-2 gelungen, aber das 3-1 nachher der Konter, das war nicht so wichtig. Daran denken wir gar nicht. Er bringt ja nichts. Nach 9 Spieltagen ist ja nichts entschieden. Wir freuen uns, dass wir jetzt ein paar Punkte gesammelt haben, aber wir wissen auch noch, dass da noch richtig gute Gegner kommen und auch gegen die wir schon gespielt haben, waren auch richtig gut. Aber egal, wer bei uns spielt, wir machen das sehr, sehr gut. Ja? Wir fallen nicht irgendwie auseinander, nur weil mal 1-2 bei den Profis sind. Wir sind sehr, sehr stabil, aber nur jetzt. Ne? Wir müssen weiter stabil bleiben und weiter so arbeiten, sonst brauchen wir uns gar nicht über sowas unterhalten. Sehr große Freude, weil das die Bestätigung der Arbeit aller Menschen hier ist im Verein. Die Trainer im Juniorenbereich, die Spieler ausbilden, der Trainerstab, den wir hier komplett haben mit allen Leuten, die dazugehören, mit den Betreuern, mit den Physiotherapeuten, die arbeiten hier alle an einem Strang und an einem Ziel, dass wir Spieler nach oben ausbilden, die den Sprung in den Profikader schaffen. Jetzt würde ich mich natürlich besonders freuen, wenn wir auch ein paar Minuten für den nächsten Spieler bekommen. Also ich würde das den Jungs gönnen, jedem, der hochkommt. Und klar, ich weiß, worauf viele bei so einer Fragestellung immer zielen, weil deine eigene Mannschaft dann gefühlt natürlich einen guten Spieler verliert. Aber so denken wir nicht. Die U21, muss man wissen, ist eine Fahrschulmannschaft. Das heißt, von der U19 nach oben und von der U21 nach oben oder auch von oben nach unten. Wenn man das weiß, dann thematisiert man das, und dann ist das die Selbstverständlichkeit, dass das unsere Aufgabe ist. Mal müssen wir die Niederlage verarbeiten und dann haben wir noch eine Woche Zeit, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Ich muss auch erstmal alles sacken lassen. Ich werde es mir erstmal angucken, nochmal auf Video, was wir da gut, was wir schlecht gemacht haben. Das ist mal so eine Erstaufnahme und dann werden wir uns vernünftig auf Lübeck vorbereiten.